Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons City 6. Ich bin ja immer noch dabei, hier die ganzen Medaillen zu machen. Und oh, vielleicht habe ich jetzt schon die ganzen Medaillen auf der ersten Seite. Somit kann ich aber Mittel jetzt erstmal weitermachen. Und da hier fehlt noch Ablatzolypse, aber bringt es überhaupt? Ihr könnt ihr mal bitte gerne in die Kommentare schreiben, wenn man das da bekommt. Ich weiß gar nicht, ob bei Rückwärts oder Ablatzolypse. Weil Ablatzolypse kann ich mir nicht vorstellen, dass es dafür eine Medaille gibt. Oder ab welcher Runde bei Ablatzolypse gibt es denn da die Medaille? Ich nehme erstmal das, weil das, ja, ist halt das. Sehr gute Begründung, ich weiß. Aber das dürfte ja. Müssen wir kurz was anmachen an meinem Monitor. Warte, hab doch gerade. Genau, da ist es. Warte, das mit des Monitors, nicht mit des Spielfelds. Ach, fuck. Gut. Naja. Würde trotzdem funktionieren. Hoffe ich. Ich habe den falschen Helden dabei. Fuck. Sorry, dass es so laut war. Höchstwahrscheinlich sehr laut. Mache ich erstmal genauso wie vorhin. Also, Bomberass. Oder fliegt er überhaupt? Mensch, kann das hier nicht mehr weg? Naja. Hier. Ne, dann mache ich den hier erstmal auf Nebenzielen und das hier oben. Sheriff höre Pfeile ist zwar schon was ganz Tolles, aber ob es viel bringt. Stimmt, Zinsritterfahrt hole ich mir erstmal noch nicht. Das ist erstmal jetzt unnötig. Erstmal Schnellfeuer. Und ich wollte mal jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Scharfschützenaffen anfangen. Oder hier Affen-U-Boot. Weil es ist ja langweilig, wenn man immer mit den gleichen Affen anfängt. Und ich glaube danach erstmal noch viel mehr Pfeile. Es kommt der erste Runde 24, der erste Tarn. Aber ich glaube trotzdem für. Ja. Für Dings nehme ich dann erstmal den hier für die Metall. Oder Leads, wie man es sagen möchte. Aber bis jetzt ist ja zum Glück noch nichts durchgekommen. Bei 650 bekomme ich ja jetzt noch viel mehr Pfeile, aber es dauert ja zum Glück nicht mehr lange. Ich frage mich, zentrierter Fahrt, ob das so zentriert ist, wie es gerade ist, oder. Aber viel wird ja nicht mehr korrigiert werden, schätze ich. Okay, ein bisschen wird garantiert korrigiert werden, aber. Ich sag halt nicht viel. Kreis. Ja, nun wir sehen weiter links oben. Es sieht lustig aus, wenn der hier die ganze Zeit zwischen Kreis und zentrierter Fahrt rumwechselt. So, da ist zentrierter Fahrt. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, den hier mache ich dann einfach auf Nachtsichtgerät und das da. Also 4-2-0. Dann hat er gleich was gegen Moabs, gegen Tarns und gegen Leads. Okay, da kommen gerade die ersten durch. Naja, egal. Sobald ich mein Nebenzielsystem habe, wird das schon viel besser aussehen. Und ich würde mir das Spiel ja auch gerne kaufen, aber
Ja, ich habe mir eine 10 € PSC geholt, also Paysafe Card, aber irgendwie kann man in Deutschland nicht mit der PSC den Play Store Guthaben, das Play Store Guthaben auffüllen. Also ich habe nicht gefunden, wie. Also laut Internet soll es in Polen möglich sein und es soll gerade experimentiert werden, aber ich habe dazu nichts gefunden, ob es jetzt wirklich schon endlich funktioniert in Deutschland. Und kann jetzt mal bitte nicht die ganze Zeit ein, zwei Bloons durchkommen. So, jetzt garantiert nicht mehr. So, Vollmantelgeschoss. Ach, jetzt kommen schon 300 nur noch. Und dann habe ich ja das auch erledigt. Die Internet sind nicht zusammengekommen, danke. Ich weiß gerade noch nicht, glaube ich mache erstmal Schrapnellgeschoss. Nee, Schrapnellschuss, nicht Geschoss. Wäre ja auch zu viel verlangt, wenn ich mal was richtig merken oder aussprechen würde. Jetzt geht das auch klar. Und wie gesagt, den mache ich jetzt erstmal hier auf 4. Ach, da kriegt ihr ja schon alleine komplett weg. Dann mache ich den hier wirklich mal auf stärkster. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Der hier ist auch voll, also fehlt nur noch bei dem und bei dem. Okay. Ich mache jetzt aber trotzdem hier noch auf tödliche Präzision. Weil tödliche Präzision ist halt tödlich. Und ich brauche was Tödliches. Was bringt das eigentlich nur 18 Schichten, oder? Ja, genau, ein Keramik. Aber wenn Keramik durchkommt, bekommt man mehr als 18 Leben abgezogen. Schade aber auch. Und nee, ich mache hier glaube ich erstmal Spukgestalt sparen, sofern das möglich ist. Und ich brauche mehr gegen Tarns. Bomba-Ass und hier oben, glaube ich. Ja, genau. Ich mache das hier oben. Leider kann man Bomba-Ass und Nieder-Neben-Zielsystem nicht kombinieren. Ich hoffe, das geht so jetzt für Runde 40. Wow. Also das hat jetzt zumindest da schon mal ganz gut getroffen. Und erledigt, genau. So muss es sein. Verfolgen, genau. Und Apache Hochfallschiff. Kostet auch 20.000, eindeutig viel zu viel. Stimmt, ich brauche noch viel mehr gegen Tarns. Bei dem war Tarns in der Mitte, genau. Verfolgen ist oben. Verfolgen ist wichtig. Ich mache den auch hier auf Rasierrotor. Damit das schön alles wegrasiert und die Tarnlichts auch kein Problem sind. Die sind eh kein Problem durch den hier. Könnten. Nee, die könnten gar nicht. Und die Leads töten. Sofern ich das gerade beobachten konnte.
Aber ich spare jetzt erstmal, soweit es geht. Einfach damit ich spare und ein bisschen Geld habe. Und falls dann irgendwas ist, kann ich es kaufen, was ich brauche. Und zurzeit funktioniert es ja noch ganz gut. Sorry, falls man es gehört hat. Und ne, Runde 63, da komme ich ja eh nicht hin. Und dafür hätte ich, glaube ich, eher zu wenig Verteidigung. Obwohl, ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht die das Bombast dafür ganz gut ist, wenn er trifft. Aber zurzeit spare ich ja lieber gerade auf irgendwas anderes. Okay, ich könnte mir auch die Spukgestalt mit dem hier viel besser vorstellen. Dann kann er nämlich gleich alles treffen. Und ich glaube, das mache ich auch. So, eine Spukgestalt. Hiermit. Ist ja nicht mehr viel, was es kostet. Weil ich hätte gerne jemanden, der die ganze Zeit noch die Zahns tötet. Und das könnte der mit der Spukgestalt ja nicht. Ah gut, alles im Raum. Ich dachte, ich muss die Runde neu beginnen. Wäre natürlich jetzt nicht so schlimm, aber wäre halt trotzdem auch nicht so schön. So, und das ist jetzt erstmal leicht. Das kriegt da jetzt hin. So, jetzt kann ich ja easy auf Morph-Verstümmelung gehen. Weil hier erstmal nichts durchkommt. Und hier. Und warum kann ich. Habe ich das noch nicht gemacht? Wurde mir auch gar nicht angezeigt oder habe ich nicht drauf geachtet? Keine Ahnung. Wie bei House Flippers die eine Folge. Ich nenne die Power Leveling. Sagt, dass ich jetzt hier ein bisschen das Level ein bisschen hochnehmen möchte. Also möchte ein bisschen höher im Level werden bei der einen Sache da. Und bemerke gar nicht, dass ich einen Punkt schon vergeben könnte, damit ich schneller aufleveln könnte. Ja, und das ging ja jetzt hier fix. Und es sind ja auch schon 13 Minuten gewesen, also mache ich das nächste dann beim nächsten Mal. Und bitte schreibt mir noch in die Kommentare, ob dieser dritte Stern hier die Aplatzolypse ist. Und wenn ja, bei welcher Runde. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.